Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Ja, heute spielen wir mit Kane, der immer noch aussieht, als hätte er ihm, keine Ahnung, Arnold Schwarzeneggers Conan-Perücke geklaut. Ah, scheiße. Uiuiuiui. Also die sind wohl nicht sehr gastfreundlich hier. Alles klar, so, ich keine Ahnung, ob man es noch hört, ich hab... Naja gut, okay, viel wird sich nicht getan haben, weil dadurch, dass die letzte Runde ja vorzeitig mal wieder ein jähes Ende gefunden hat, habe ich jetzt direkt danach noch eingelegt. Somit habe ich zumindest für mich die Gewissheit, dass zumindest für 2 Tage die Folgen gesichert sind, naja, eigentlich für 3 dann. Aber das geht wieder in die Hose, müssen wir mal schauen. Also heute wirklich, wie gesagt, mit Samson. Und ich werde das mit den Challenges noch ein bisschen aufschieben, solange ich so angeschlagen bin. Weiß ich nicht. Halte ich das für keine gute Idee. Ich werde das überlegen. Ob ich nicht unter Umständen dann nach diesem Run dann mal eine angehe. Aber jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen gucken, wie die Konzentration das so mitmacht. Und sie macht scheinbar nicht so viel mit. Samson ist natürlich auch nicht der begnadete Schadensmacher. Dann unterstützen wir das Ganze doch ein bisschen, genau. Sehr gut. So, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Pimp für unsere Tränen. Kann also nur besser werden. Mal schauen, also so ein bisschen Damage ab wäre natürlich noch schön. Und dann geht das Ganze. Naja, gleicher Hinweis wie beim letzten Mal. Letztes Mal ging es dann doch irgendwie ohne Husten, glaube ich. Zumindest habe ich nichts rausgeschnitten. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Egal. Wenn ja mal ein kurzer Moment der Stille einkehren sollte, dann bin ich gerade wieder dabei, mir die Lunge aus dem Leib zu husten. Aber vielleicht geht es ja doch ganz gut ohne. Muss halt zwischendurch ein paar Schlücke trinken, auch während der Aufnahme, was ich normalerweise so selten mache. Nur bei wirklich extrem langen Folgen. Muss ich mal schauen, wie das so läuft. Und ich sag's hier nochmal das gleiche wie letztes Mal. Ja, ich weiß, ich sollte ins Bett gehen und mich auskurieren. Tue ich ja auch. Aber ich kann ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Tue ich doch sowieso schon fast. Von daher, Show must go on. Ich sag's nochmal. Und ich will ja die Ausfälle möglichst gering halten. Weil es kotzt mich ja selber an, dass schon wieder was ausfallen musste jetzt, aber ich bin echt ein bisschen vom Pech verfolgt. Schon das 2. Mal erwischt dieses Jahr. Also von der Grippe meine ich. Allerdings war die letztes Mal nicht ganz so schlimm. Das war da ja direkt nach, naja, kurz nach Silvester, glaube ich, ne? Irgendwie Anfang Januar. Aber nicht annähernd so eklig und hartnäckig wie diese hier. Letztes Mal konnte ich wenigstens mehr oder weniger ohne Unterbrechung weitermachen. Also mit den Aufnahmen jetzt. Legen wir sie mal hier hin. Schade, ich dachte, kommt vielleicht noch ein bisschen mehr bei raus. Leider nicht. Naja, auf jeden Fall, da war es halt wirklich nicht so wild. Klar, ich lag auch ein bisschen flach, aber nicht so extrem. Und dieses Mal ist es halt tatsächlich so, dass ich wirklich 3 Tage lang so gar nichts fähig war. Und ich jetzt so langsam wieder dabei bin, mich so ein bisschen zu erholen. Und wie gesagt, oh, warte mal, machen wir erst den Itemraum. Ich hoffe doch, dass das jetzt wirklich bald wieder richtig gut wird. Damit ich bald wieder vernünftige Folgen machen kann. Gut, okay, ich meine, wie gesagt, bei Isaac stelle ich mich so oder so immer ziemlich dämlich an. So habe ich wenigstens die Ausrede. Okay, vergiss es, wir gehen. Ja, aber ein Gutes hatte das Ganze auf jeden Fall schon. Ich bin endlich mal wieder dazu gekommen, eure Kommentare zu lesen und zu beantworten. Also ich habe mich natürlich sehr über die Glückwünsche gefreut. Darüber konnte ich jetzt das letzte Mal noch gar nicht so reden, weil ich irgendwie total, ja, keine Ahnung, erstmal konzentriert war.
Ja, ich habe mich über diese Glückwünsche natürlich sehr gefreut, wegen 500 Abonnenten und so weiter. Und wir gehen ja gestern steil auf die nächsten 100 zu, also Hut ab, gerade geht's wieder relativ flott, finde ich. Und ich hoffe doch, dass das so weitergeht, weil ich betone noch einmal, ich habe mir ja schon ein Ziel gesteckt vor ein, zwei Monaten schon. Und habe das auch verlauten lassen. Das Ziel sind 1000. Und zwar möglichst bald. Dadurch könnte ich eine Menge Vorteile ziehen. Wie zum Beispiel Secret Rooms finden. Nein, das geht auch ohne, aber Eieiei. Okay, das war jetzt nicht so gut. Und die heben wir uns auf. Genau. So, und jetzt kommen wir hier. Ist das die Bibel? Ach nee, Book of Shadows. Oh, das ist aber auch cool. Das ist kein gewöhnlicher Bibliotheks- oder Itemraum gewesen, sondern eher so eine, ja, Bibliothek halt. Also so ein Faith Room. Praktisch das weiße Gegenstück zum schwarzen Teufelsraum. Komm schon. Yeah. Nee, also ich könnte dadurch natürlich eine Menge Vorteile rausschlagen. Wie zum Beispiel vorab Zugang zu neuen Spielen. Davon profitiere dann nicht nur ich natürlich, sondern ihr gleich mit. Dann wäre ich endlich auch mal einer dieser Privilegierten, sag ich jetzt mal, die... Oh. Das wollte ich gerade abhauen. Scheiße. Die halt gewisse Spiele vor Release spielen dürfen. Das wäre halt echt Bombe. Mir geht es gar nicht mal so darum, dass die irgendwie dann anfangen, mich zu pushen oder so. Klar, es ist auch eine geile Sache. Wenn man ein gutes Netzwerk im Rücken hat. Aber gerade dieses Vorabzugangszeug, das reizt mich halt extrem. Und wie gesagt, davon profitieren wir ja letztlich alle. Und ich freue mich schon, wenn es soweit ist. Wird auf jeden Fall dieses Jahr noch erreicht, komme was wolle. Ich glaube, das ist, ich sag mal, realistisch. Ich habe ja letztes Jahr im Spaß schon gesagt zu einem Kumpel, als er gemeint hat, hast du dir ein Ziel gesteckt fürs Ende vom Jahr? So, ja klar, 1000. Gut, das war jetzt halt ein bisschen hochgegriffen. Letztes Jahr meine ich, aber für dieses Jahr denke ich doch machbar. So, jetzt können wir die machen. Ich meine mal, erst Aua. Genau, damit sowas eigentlich nicht passiert. Jetzt ist es doch passiert. Ich hasse das, wenn die kommen und mich anfallen. Blöde Spinnen. Ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber in dem Spiel nerven die tierisch. Damage up, sehr schön. Na, das sind so Dinger, die brauchst du da mit solchen Charakteren. Helden. Champions würde man jetzt wieder sagen, bei LOL oder bei Heroes. Ne, hier geht's gar nicht weiter. Ja, also nichts Brauchbares, will ich damit sagen. Obwohl, wer weiß, wenn wir wieder die Möglichkeit haben, dann nehme ich lieber mal eine Bombe mit. Muss es halt ein bisschen, naja, ich sag mal, vorsichtig damit umgehen und die nicht alle verschwenden. War ich da noch gar nicht drin? Doch, wieso ist der dann so... Oder heißt grau, dass ich schon drin war? Ich habe es keine Ahnung. Jetzt gehe ich da nochmal gucken zur Sicherheit. Nee. Hä? Okay, dann verstehe ich das einfach nicht. Egal. Vielleicht wusste ich es ja mal. Mir fällt es gerade nur im Moment nicht ein. So. Dann gucken wir doch mal. Der Typ mit dem komischen Namen. Ih, macht der eklige Geräusche. Wie so ein richtig aggressives, bösartiges Baby. Junge, jetzt spawnt ja hier auch noch Gegner oder was? Was ist da los? Oh, also vielfältig ist er ja mit seinen Angriffen. Aber
Durch den Damage-Buff frisst er auch gut Schaden, ne? Tot ist er, sehr schön. Also noch läuft's ja heute ganz okay, würde ich sagen. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Und das ist total nutzlos. Aber weil wir es können? Bäh. Genau. Da oben liegt, glaube ich, noch ein Herz. Das nehmen wir uns lieber noch mit. Kein Risiko eingehen. Ja, schade. Jetzt haben wir ein paar Buffs bekommen. Gerade so in Sachen Schaden. Durch den Pilz. Und durch den Halo müsste der Schaden ja auch hochgehen. Also der Heiligenschein. Oh, was ist das hier gewesen? Achso, The Devil. Okay, dann nehmen wir erstmal den hier noch. Ach nein, ich bin so ein Idiot. Das ist ja wieder... ja. Wisst ihr selber, was ich meine, ne? The Devil ist praktisch wie die Hure von Babylon oder Book of Belial für einen Raum. Und das, was ich immer meine, was es ist, ist der Joker. Also, dass man in den Teufelsraum teleportiert wird. Mal schauen, wann ich das endlich mal sinnvoll auf die Reihe kriege. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich mal einen Schluck getrunken, dann kann es ja weitergehen. Ei, 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 ei. Okay, Glück gehabt. Aber mit dem Anfangsschaden hätte ich die nicht geschafft. Also, bevor sie mich berühren, meine ich. Da hätte ich wahrscheinlich wieder ordentlich Schaden kassiert. Bevor da was gegangen wäre. Alter. Das ist voll schlau. Ich stelle mich irgendwo hin und schieße sinnlos irgendwo hin, wo gar kein Gegner ist. Geil. Das bringt uns sicherlich voran. Das ist Fortschritt. Das ist... extreme Pro-Skill-Demonstration oder so. Ich wette, das Wort hat so noch nie jemand benutzt. Alter, Foh! Ach so, Die kannst du ja töten. Ich verwechsel das immer. Die du nicht töten kannst, sind diese Dinger, die hier immer von Wand zu Wand ping. Und Pong. So, wegen Ping-Pong und so, Und ich sollte mein blödes Ding mal einsetzen hier, mein Buch. Bin ich ja unverwundbar. Zumindest vorübergehend. Nehmen wir das doch einfach mal, so. Muss ich aber aufpassen langsam. Weil temporary heißt nun mal temporary. Permanent wäre besser, aber das wäre, glaube ich, leicht übertrieben. Aber hat nur drei Balken, also ist eigentlich ruckzuck wieder da. Nehme ich schon mal das Ding, dass ich die Secret Rooms aufmache. Och komm, jetzt stirb halt. Alter! Willst du mich eigentlich verarschen? Na endlich, Alter. Drecksspinne. Noch ein Grund mehr, die zu hassen. Wo geht's denn da hin? Oh. Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen. Ja. Schön, dass sie nicht zielen können. Das ist mein einziger Vorteil hier. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst aufs Maul bekommen. So. Oh, ich dachte, das reicht, um den in die Luft zu jagen. Na dann nicht. Zweimal sprengen für eine Kiste, ob es das wert ist? Riskieren. Besser als wenn ich sie sinnlos irgendwo hinlege, wo gar nichts ist. Naja, gut. Zwei Bomben wieder drin und ein bisschen Geld. Also gar nicht so doof. Oh Mann, ich habe immer noch nicht geguckt, was die Regenbogenkacke kann. Vollgeheilt, kann das sein? Okay.
Zu eurer Beruhigung, gerade hatte ich keinen Hustenanfall, ich habe nur gerade überlegt. Komm mal kaputt, guter Junge. Phew. Die sind ganz schön nah bei mir geplatzt. Hätte ich auch Schaden kriegen können dadurch. Na, bisher sieht es doch ganz gut aus. Also, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, weil die schießen auch. Im Gegensatz zu den anderen hirnlosen Typen, die einem hinterher stiefeln. Können die wirklich gefährlich werden. Speeddown. Ja, ja, klar. Die werde ich sicher benutzen. Toothshot. Hin und wieder fliegt jetzt ein Zahn mit. Toll. Nein. 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 Gut. Und einmal noch. Alter, jetzt aber. Mann. Gut. Besser, okay. Na, beim letzten Run hatte ich ja ein bisschen Probleme, glaube ich, bei so einem Raum. Wenn ich mich nicht total täusche. Wealth of Wealth. Ich muss echt langsam mal wieder gucken, was die Items so können. Am besten, ich fange in der Pause. Zwischen den zwei Runs gleich damit an. Alter! Solche Räume sind so übel, ne? Wo du Gegner hast und dann dieses statische Gerotze, was dir auch nochmal ordentlich Schaden reinrotzen kann, Alter. Fickt euch! Jetzt habe ich ordentlich kassiert. Mal schauen, wie wir das wieder ausbügeln. Ah, da liegt auf jeden Fall ein Herz. Was ich noch nehmen kann. Bingo. Und unten haben wir noch einen Shop und noch einen Raum, den wir nicht betreten haben. Also. Ist okay. Hm. Nehmen wir mit. Giant Spiders and Flies. Oh yeah. Na, also so von den Items her, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden. Und ich Idiot, ich hätte gerade die ganze Zeit in diesem Drecksraum einfach mal mein blödes Buch benutzen können. Schön, dass ich selber merke, wenn auch viel zu spät. Ich könnte schon wieder kotzen. Aber bei roten Herzen ist es ja zum Glück so, dass das nicht gleich hier komplett spielentscheidend ist, wenn man da mal ein paar verliert. Deswegen sind mir die eigentlich viel, viel lieber als die blauen. Und die schwarzen. Carrion Queen, what? Oh je. Ups. Gleich mal das blöde Buch. Alter. Sind mal richtig eklig. Muss echt mal besser aufpassen, Mann. Ich habe gerade übelst Schaden kassiert, ne? Vor allem, weil die Dinger halt auch Schaden machen. Das ist ja das Blöde. Alter! Wieder die etwas spawnt. Da, wo ich langlaufe. Nein! Boah! Leck mich am Arsch, war das knapp. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach, die respawnen ja immer wieder. Mhm. Auch so ein Ding. Weg hier. Bloß weg hier. Boah, das ist ein heftiger Boss. Ja gut, dann gibt es wohl doch noch einen von den Wurmis, die nicht ganz so freundlich sind. Oh, manchmal sind da blaue Herzen drin. Deswegen habe ich es gesprengt. Hm. Hä? Achso, Curse of the Maze. Ja, klar. Bleib bloß weg. Ah! Ach so, ja.
Wie gesagt, Curse of the Maze. Shit! Dachte, ich komme zwischendurch. Falsch gedacht. Huh. Ja, so ein Herz wäre nett. Ich kann mich zwar einmal wiederbeleben, aber muss nicht unbedingt sein. Weil dann war's. No, nee. Huch. Sehr gut. Wenigstens dieses Mal denke ich dran. Bombs are key. Bringt aktuell noch nicht so viel. Nö. Obwohl. Besser, ich drücke das aus Versehen als Speeddown. Oh. Ändert er auf einmal die Richtung, so ein Frechdachs. Ich glaube, es hackt. Kann er doch nicht machen. Na komm. Ah. Junge. Mach keinen Scheiß, komm. Willst du mich halt verarschen? Stirb doch einfach. Das kann doch gar keinen Spaß machen. Gib's zu, das ist langweilig hier immer nur so traurig durch die Gegend. Fick dich! Naja, ich sollte das Trash-Talking wohl sein lassen, ne? Wow, der hat Hunger. Ja, hat er. Ja, ups, jetzt habe ich es getan. Ach nee, ich bin so ein Idiot. Jetzt habe ich sogar meine Invincibility gedrückt. Total sinnloserweise. Oh Gott. Halbes Herz noch. Boah, cool. Ein blaues. Ein gelbes, sage ich schon fast. Bad Trip. Nein, danke. War klar. Mann, übelsten Schaden, aber ich hänge gerade echt am untersten Limit mit dem Leben. Yo, fit, fit, stronger. Halbes. Full health! Ach Gott, seit wann habe ich die bitte? Bin ich eigentlich behindert? Huh. Ich hätte echt geheult. Gut, wenn ich es nicht gemerkt hätte, dann hätte ich nicht geheult, aber dann hättet ihr mir das gesagt, dann hätte ich es durchgelesen und dann hätte ich geheult. Wie lange ich die Pille wohl schon mit mir rumschleife? Gut, dass ich es noch gemerkt habe. Alter. Das wäre wieder typisch gewesen. Nein, 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 Freundchen. So nicht. Smartfly. You became Lord of the Flies. Ach so, weil ich drei verschiedene Fliegen habe. Junge, wer braucht schon den Duke of Flies? Ich bin der Lord of the Flies. Praktisch wie Herr der Ringe, nur noch krasser. Ja, weil ich jetzt drei oder vier verschiedene Fliegen-Items habe. Wieso hat das gerade so komisch gewackelt? Verstehe ich nicht. Egal. Wow. So einer ist das hier, hä? Huh? Ah, ich kann fliegen. Woohoo! Fällt mir jetzt auch erst auf. Geil. Na, das könnte eine schöne Nummer werden hier. Jetzt bin ich mir nicht mehr 100% sicher. War das das Full Health? Ne, das war nicht das Full Health, ne? Scheiße. Pheromone. Naja. Ich habe ja noch ein paar Münzen über. Naja, dann brauche ich das ja nicht mehr mit dem Your Field Feel Stronger. Vor allem Your Field. Your Feet. Your Fit Feel Stronger. Nee. Wo hatte ich denn jetzt das Item abgelegt, sage mal? Eins von den Sternchen müsste es sein.
Genau, dann nehmen wir das nämlich wieder mit, weil irgendwie erhöht es vielleicht die Drop-Chance für Münzen oder so. Vielleicht? Irgendwie? Keine Ahnung. Egal, was das tut. Das bringt mehr als schneller laufen, wenn man gar nicht mehr laufen muss. The Gate. Einfach draufhauen. Ja, draufhauen. Nicht, also ich hau drauf, du nicht. Komm schon, Mann. Das fetzt. Alter, geht der schnell down. Na, jetzt mal aber keinen Scheiß mehr hier, ja? Ist gut jetzt. Speed up. Hui. Ja, geht gut ab, muss ich sagen. So. Wahnsinn, ich hätte es nicht gedacht, aber wir sind so weit, dass ich sagen kann, Freunde, für heute war es das. In der nächsten Folge geht der Run dann weiter. Und es scheint ja ein ganz guter zu sein. Mal gucken, vielleicht dann in der übernächsten Folge tatsächlich eine Challenge. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir was in die Kommentare, nicht vergessen. Und, oder lasst mir zumindest eine Bewertung da, ne? Das tut's auch, ist auch okay. Ja. Bis dann. Ciao.